Hey Leute, kennt ihr das, wenn man sich gerade frisch geschminkt hat und die Mascara aufgetragen hat, sie noch nicht getrocknet ist und man dann niesen muss? Ja, das ist mir gerade eben passiert und schwupps, mein Augen-Make-up war im Arsch. Beziehungsweise konnte ich das noch retten mit einem Q-Tip. Aber das ist doch wohl echt das Mieseste, was einem passieren kann. Weil ja, da ärgert man sich natürlich immer. Aber egal, kommen wir zurück zum Thema. Und zwar kommt heute endlich die versprochene Verlosung. Also es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass das so lange gedauert hat. Aber wie gesagt, ich musste auf den letzten Artikel, den ich bestellt habe, warten. Also das Warten hat sich wirklich gelohnt, weil ich habe wirklich ein riesen Päckchen mit ganz vielen Kleinigkeiten für euch. Und ja, ich denke, ihr werdet euch freuen und ihr werdet auch gleich sehen, warum ihr so lange warten musstet. Und ja, ich zeige euch jetzt, was ihr gewinnen könnt. Also das ist meine 500 Special Abonnenten Verlosung, beziehungsweise sind wir ja schon, ich meine 584 oder so. Und darüber freue ich mich natürlich sehr. 1000 Küsse an euch und natürlich 1000 Dank, dass ihr mich so unterstützt und dass ihr einfach da seid. Also ich freue mich wirklich sehr. Aber da habe ich euch ja schon extra ein Video für euch gemacht, ein Dankesvideo. Und ja, also legen wir mal direkt los. Ich zeige euch, was ihr gewinnen könnt. Dann sage ich euch, was ihr dafür tun müsst. Und ja, fangen wir doch mal an. Und zwar als erstes, also das Päckchen ist prall gefüllt. Kann ich euch mal zeigen. Und zwar sieht es so aus. Fangen wir mal an. Als erstes habe ich für euch aus der Essence Bloomy Up LE dieses Shimmer Powder. Das ist dieses hier. Habe ich noch für euch ergattern können. Ich persönlich habe es ja nicht. So schaut's aus. Die Nummer 01 Rose It Up. Dazu habe ich passend diesen Essence Bloomy Up Duo Eye Pencil. Das ist dieser hier. Das mit der dick und der dünnen Miene könnt ihr als Highlighter von unter die Augenbraue nutzen. Ja, das gehört dazu. Dann habe ich einen Essie-Nagellack für euch. In der Farbe Orange It's Obvious. So schaut's aus. So. Dann geht's weiter. Und zwar habe ich für euch... Moment, was ist denn der andere? Zwei Pinsel. Einmal den von Essence, den Eyeshadow Brush. Das ist dieser hier. Ich habe den in lila und ich habe den mir jetzt auch in pink nachgekauft. Weil der ist wirklich sehr, sehr gut, um Lidschatten aufzutragen. Also es ist wirklich ein Top-Produkt. Es ist immer ausverkauft. Also dieses Produkt ist bei Douglas ausverkauft, bei DM immer ausverkauft. Also bei Rossmann ist es immer wieder ausverkauft. Aber ich konnte für euch noch extra einen ergattern. Dann habe ich noch einen Pinsel. Und zwar den Evelyn Blende Pinsel, der ja total gehypt wird. Und ja, der ist auch immer ausverkauft. Ich habe ihn jetzt nicht. Aber ich werde ihn natürlich auch noch kaufen, weil ich möchte ihn auch gerne austesten. Weiter geht's. Ich musste nur eben was holen, ja. Ich tolpe euch. Und zwar ist diese Kette dabei. Also ihr kriegt diese. Also die ist noch verpackt. Das ist hier meine. Ich zeige sie euch nur. So ist das so eine schöne, wunderschöne Eule. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Also die könnt ihr gewinnen. Eine schöne, lange Kette. Und ja, dazu habe ich noch passende Ringe von H&M, und zwar diese hier. Das sind meine Lieblingsringe, also für euch natürlich neu verpackt in Gold und in Silber. Und zwar sind das diese Knöchelringe. Und das ist XSS, aber ich habe auch dicke Wurstfinger und die passen mir. Also wie gesagt, die sind auch für Wurstfinger geeignet und hier sind ja auch unterschiedliche Größen, also müsste es passen, weil wenn sie größer sind, dann sind die viel zu groß. Also deswegen, diese hier passen jede, müssten. Es sei denn, ihr habt richtig dünne Finger, dann weiß ich nicht, ob sie euch nicht eventuell zu groß sind. Kriegt ihr noch diese wunderschöne H&M-Tasche. Ich denke mal, ich werde da die Ringe reintun und die Kette auch. Pardon, my swag. Diese hier ist natürlich neu. Werde ich jetzt zurückverpacken. Dann habe ich noch etwas für euch. Und zwar dieses Parfüm hier von Fernanda Brandao. Ja, Brandao. 20 ml Eau de Parfüm. Also das ist wirklich ein richtig, richtig schöner Sommerduft. Ich habe den vorher natürlich gerochen. Also der riecht
Also hier kann man es nicht mehr so gut riechen, aber der riecht wirklich sehr schön nach Orange, Brasilien, Sommer, Sonne, Strand. Das ist ein wirklich sehr schöner Sommerduft. Ist auch natürlich noch eingeschweißt. Und jetzt kommt das Geschenk, worauf ihr so lange warten musstet. Also das habe ich extra für euch bestellt, weil ich denke, es wird euch gefallen. Ich habe es nicht und ja, ich zeige es euch mal. Und dann könnt ihr ja selber beurteilen, ob sich das Warten gelohnt hat. Und zwar ist es die, Moment, W7 in the Buff Palette. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich habe sie ja bestellt, ich musste auf sie warten. Das hat etwas länger gedauert. Ich mache sie mal für euch auf. Der Pinsel fällt zwar immer wieder raus, aber sie ist neu, natürlich. Schaut mal hier die Farben. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und ja, das ist ja ein Dupe zu der, ihr wisst schon, mir fällt der Name jetzt wieder nicht ein. Weiß ich nicht, mir fällt der Name nicht ein. Auf jeden Fall, die kriegt ihr auch. Das ist der Hauptgewinn. Also, es gibt nur einen Gewinner, eine Gewinnerin und die gewinnt das gesamte Päckchen. Und ja, ihr könnt mir ja sagen, ob euch die Verlosung gefällt. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe mir wirklich viel Mühe beim Aussuchen gegeben. Also, was ihr dafür tun müsst, ist ganz leicht. Erstens, ihr müsst Abonnent meines Kanals sein. Am besten müsst ihr dann euer Profil, also oder eure Abonnements auf öffentlich stellen, damit ich sehe, dass ihr Abonnent meines Kanals seid, weil das ist ja eine Verlosung für meine Abonnenten, ganz klar. Dann müsst ihr 18 Jahre alt sein. Oh, oh, das ist hier jetzt auseinandergefallen. Egal. Dann müsst ihr 18 Jahre alt sein. Ansonsten brauche ich im Falle eines Gewinns die Einverständniserklärung eurer Eltern. Dann müsst ihr dem Video einen Daumen hoch geben. Und genau, gewinnen können diesmal nur Leute aus Deutschland, ganz wichtig. Und genau, die Gewinnerfrage lautet, also ihr müsst mir eine kleine Frage beantworten. Und zwar, wer ist euer Lieblings-YouTuber und warum? Also schreibt mir einfach euren Lieblings-YouTuber in die Kommentare rein und warum ihr ihn so gerne mögt. Und ja, pro Teilnehmer bitte nur ein Kommentar. Die ganzen Regeln schreibe ich euch natürlich nochmal hier unten in die Infobox rein. Also schaut unbedingt rein, damit ihr auch wirklich alles richtig macht. Sonst kann ich euch leider nicht berücksichtigen. Da schreibe ich nämlich auch ein, wie lange die Verlosung läuft, weil ich nicht weiß, wann ich das Video hochladen werde. Hier unten in der Infobox werdet ihr sehen, wie lange das Gewinnspiel läuft. Und also wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr die Gewinnspielfrage beantwortet habt. So. Kommt von euch, also kommt euer Name, also kriegt ihr einen Los und das wandert in dieses Verlosungskörbchen. Aber ihr könnt noch einen zweiten Los gewinnen, also ihr könnt noch ein zweites Los ergattern und dafür müsst ihr Folgendes tun, und zwar dieses Video teilen, und zwar neben der Info steht teilen, da klickt ihr drauf und da könnt ihr euch Facebook, Google Plus, Instagram, irgendwas aussuchen und das müsst ihr dann teilen. Ich sehe das dann, wer das Video geteilt hat. Der das getan hat, kriegt ein zweites Los. Und der hat eine doppelte Chance zu gewinnen. Also Kommentar, ein Los. Also euer Lieblings-YouTuber und warum er euer Lieblings-YouTuber ist, ein Los. Und der zweite Los, dieses Video teilen. Wenn ich das gesehen habe, ihr könnt es auch woanders teilen, dann müsst ihr mir einen Screenshot zuschicken. Und wenn ich das habe, ist das natürlich auch euer zweites Los oder ihr teilt es halt hier. Und ja, dann kommt ihr zweimal ins Pöttchen, so könnt ihr eure Gewinnchance erhöhen. Wer das Video nicht teilen möchte, der muss es natürlich nicht tun, hat trotzdem eine Chance zu gewinnen. Und ja, ich denke, das war's. Macht fleißig mit. Ich drücke euch die Daumen ganz, ganz fest und ich freue mich über zahlreiche Teilnahmen von euch. Und ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!